Es kommt nicht nach einem Bandscheibenvorfall zu Nervenschmerzen, es kommt durch und im Rahmen des Bandscheibenvorfalls zu Nervenschmerzen. Warum? Weil Nervenstrukturen eingeengt werden durch das Vorfallen der Bandscheibe, die im Bereich der Austrittskanäle der Wirbelsäule liegen. Durch diese Einengung dieser Nervenstrukturen kommt es zu einer Irritation des Nervengewebes und zum Auftreten der Nervenschmerzen. Chronisch postoperative Schmerzen sind per Definition Schmerzen, die länger als 3 Monate nach einer Operation anhalten. Auch hier muss man wieder unterscheiden, ist es ein Nervenschmerz oder ist es ein nozizeptiver Schmerz, der durch die Gewebeschädigung selbst entstanden ist. Der Nervenschmerz hat dabei wieder diese typische Symptomatik des Brennens, des Auftretens von plötzlichen, elektrisierenden, stechenden Schmerzen. Was sind die Risikofaktoren für das Auftreten von chronischen Schmerzen nach Operationen? Da wissen wir, dass die Schmerzintensität, die nach einer Operation, vor allem am ersten Tag nach der Operation vorhanden ist, offenbar eine ausschlaggebende Rolle spielt. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass darauf geachtet wird, dass die Schmerzintensität nach Operationen so gering wie möglich ausfällt. Für Sie als Patient bedeutet das, dass Sie nicht davon ausgehen müssen, dass eine Operation mit Schmerzen verbunden ist, sondern es ist ganz wesentlich, dass Sie sich sofort melden, wenn nach der Operation Schmerzen vorhanden sind und dass Sie bitte nicht zuwarten, bis diese Schmerzen stark werden. Phantomschmerzen sind Schmerzen, die nach einer Amputation in dem nicht mehr vorhandenen Körperteil empfunden werden. Das heißt, wenn Ihnen ein Bein ab dem Knie amputiert wird, dann verspüren Sie diese Schmerzen im Bereich des Unterschenkels oder im Bereich der Füße, im Bereich der Zehe. Ein Amputationsschmerz kann aber auch beispielsweise auftreten bei Frauen, die aufgrund von Krebserkrankungen eine Brust verlieren. Auch da kann es nach der Operation noch zu Schmerzen in der Brust kommen, die nicht mehr vorhanden ist. Auch hier sind degenerative Prozesse für das Auftreten der Nervenschmerzen verantwortlich. Man weiß, dass es auch zu Umstrukturierungen im Bereich des Zentralnervensystems, also im Bereich der Nervenstrukturen im Gehirn und im Rückenmarksbereich kommt und auch die blind endenden Nerven können durch das umgebende Gewebe irritiert und gereizt werden. Der Name Engpass-Syndrom sagt schon, wodurch dieser Nervenschmerz ausgelöst werden kann, nämlich durch die Engstellung im Bereich von anatomischen Strukturen, wo Nervenfasern durchziehen. Das sind typischerweise im Bereich des Handgelenks der Kapaltunnelbereich, im Bereich des Fußes der Tarsaltunnelbereich. Durch die Engstellung durch die Kompression kommt es zu einer Nervenirritation und zur Auslösung des Nervenschmerzes. Was sind die möglichen Ursachen? Das können arthrotische Veränderungen sein, das kann durch eine verstärkte Flüssigkeitseinlagerung bedingt sein, wie es typischerweise bei schwangeren Frauen auftritt. Und diese Symptomatik bildet sich dann natürlich glücklicherweise auch wieder nach der Schwangerschaft zurück. Es sind aber auch Personen besonders gefährdet, ein Engpass-Syndrom zu entwickeln, die berufsbedingt Handgelenke besonders stark strecken oder beugen müssen, Vibrationsreizen ausgesetzt sind. Das heißt, das sind beispielsweise Handwerker, Maurer, aber auch Musiker, Masseure. All diese Tätigkeiten können dazu führen, dass es hier zu einer Engstellung dieser anatomischen Strukturen kommt.